große Freude und vielleicht auch eine Spur Erleichterung bei Isabel Wert. Bei der CHIO-Premiere auf ihrer erst 10-jährigen Stute Wendy gewinnt die Dressur-Ikone den Meggle-Preis. Der Sieg im Grand Prix Special ist im Wettkampf um ein Olympiaticket ein weiterer wichtiger Erfolg für Wert und Wendy. Wir wachsen jeden Tag ein Stück weiter zusammen. Das sieht man. Und wie sie sich dann in der Prüfung wirklich auch gezeigt hat, wie sie Spaß hatte, sich zu präsentieren, wie sie wartet, wie sie fragt. Für 6 Monate ist das schon gewaltig. Im Deutsche Bank Stadion reitet Frederik Wandres auf Bluetooth auf den 3. Platz. Vor Ingrid Klimke mit Franziskus, die aufgrund eines Missverständnisses in der ersten Piaff einen kleinen Rückschlag in Sachen Olympiaticket verdauen muss. Das ist natürlich richtig teuer und ausgerechnet heute. Wo ich dachte, heute zeigen wir so richtig, was in uns steckt. Aber manchmal kommt es anders. Pure Emotionen gibt es bei der Vielseitigkeit. Olympiasiegerin Julia Krajewski gewinnt zum 2. Mal den SAP-Cup. Trotz eines verlorenen Hufeisens darf sie sich erneut über ihren Namen auf der berühmten Siegertafel des CHIO freuen. Die Wand hier in Aachen, das ist legendär, da drauf zu stehen und dann 2-mal ist, das berührt einen. Also das ist wirklich besonders. Und von daher ist ja Aachen gewinnen ist fast so groß wie ein Championat. In der Nationenwertung verpasst das deutsche Team um Michael Jung eine Medaille. Deutschland wird 4. Der Sieg geht an Olympiasieger Großbritannien vor Partnerland USA und Irland.